Die deutsche Fernsehwelt trauert um Uwe Boom. Der in Hamburg geborene Filmemacher wurde durch den Film Nordsee ist Mordsee bekannt. Auch durch seine Rollen als Bösewicht in Krimis wie Tatort wurde Boom zu einer festen Größe der deutschsprachigen Film- und Fernsehlandschaft. Nun machte eine traurige Nachricht die Runde, nach Angaben seiner Familie ist Uwe Boom im Alter von 60 Jahren gestorben. Mit unendlicher Traurigkeit geben wir das Ableben meines Mannes, geliebten Vaters meines Sohnes und des grandiosen Schauspielers Uwe Boom bekannt, verkündete Uwes Frau, Ninon Boom, am Samstag in einem emotionalen Beitrag auf ihrem Instagram-Account und fügte hinzu, dass der Chick-Darsteller plötzlich und unerwartet gestorben sei. Auch die Todesursache ist noch unklar. Dazu teilte die Schauspielerin und Mutter ihres gemeinsamen Sohnes ein Bild ihres verstorbenen Mannes. Unter dem Post nehmen auch viele Fans Abschied von dem Schauspieler. Mein herzlichstes Beileid an dich und die Familie. Möget ihr Kraft und Hoffnung in dieser dunklen Zeit finden und das ist ein echter Schock. Ich bin sprachlos, heißt es unter anderem in den User-Kommentaren unter dem Beitrag. Familie bittet um Privatsphäre, mit unendlicher Traurigkeit geben wir das Ableben unseres geliebten Vaters, Ehemanns, Sohns und grandiosen Schauspielers Uwe Boom bekannt, hieß es in dem Schreiben. Die Familie bitte um Privatsphäre. Booms Adoptivmutter Natalia Bowakow-Boom bestätigte auf Anfrage der deutschen Presseagentur, dass sie die Nachricht vom Tod ebenfalls erhalten habe. Boom spielte bereits als Teenager 1976 in Hark Booms Kultfilm Nordsee ist Mordsee mit. Was denkst du über Uwe Boom ist im Alter von 60 Jahren gestorben? Helene Fischer hat die Tränen zurückgehalten. Kommentiere bitte unten und vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um Helene Fischer zu unterstützen.